Wir wollen uns jetzt Zeit nehmen und herausfinden, was sich diese Tage wohl möglicherweise im politischen Berlin tut. Gerd-Joachim von Fallois gleich nachgefragt. Beginnen wir mit heute, Montag. Was bringt der Tag? Die nächste Konfrontation, denn die Bundeskanzlerin wird hier in Berlin ebenfalls um 14 Uhr vor die Presse treten. Also wenn beide um 14 Uhr live vor die Presse treten, dann hat man erneut diese Konfrontationssituation. Eins wird doch ganz deutlich, die Bundeskanzlerin ist nicht gewillt, einen Jota zurückzuweichen von ihrer Idee einer europäischen Lösung. Ihre Argumentation lautet, Alleingänge werden nur eine Kettenreaktion in Gang setzen und Europa wird sich erneut abschotten. Es ist ein Rückschritt. Wir müssen nach vorne denken. Wir brauchen eine gemeinsame Lösung. Wir müssen die Außengrenzen Europas stärken. Und die Menschen, die hier Zuflucht suchen, müssen fair auf die einzelnen Staaten verteilt werden. Warum sie für diese Lösung nicht schon seit längerer Zeit eine Lösung gefunden hat bei den anderen europäischen Partnern, konnte man in den letzten Jahren ja auch mitbekommen, weil die einfach ablocken. Nehmen wir mal unter anderem Frankreich, die haben einen bilateralen Vertrag mit Italien. Die haben allein im vergangenen Jahr 80.000 Flüchtlinge direkt nach Italien zurückgeschoben, nach dem Motto, bitteschön, laut den Dublin-Verträgen sind das eure Flüchtlinge, nicht unsere, nehmt die mal schön. In Deutschland ist es doppelt kompliziert. Erstens haben wir keine Staaten, die die Außengrenze um uns herum darstellen, sondern wir sind ein Binnenstaat. Zum Zweiten ist es so, dass wir diese Verträge nicht haben. Und zum Dritten ist es so, dass Angela Merkel diese Lösung eigentlich gar nicht wollte, sondern eine gesamteuropäische, wie auch immer die aussieht. Und man könnte dann doch schon kritisch fragen, warum Angela Merkel eigentlich jetzt in den letzten Monaten nicht dort aktiver geworden ist. Gut, wenn man sich die letzten Monate anschaut, da hatte sie auch noch ein paar andere Sorgen, nämlich die Regierungsbildung. Und das bemängelt man ja auch in Brüssel, dass Deutschland vor allen Dingen im letzten Jahr eher im Bremserhäuschen sah. Heute Morgen jedenfalls sind hier schon ein paar Präsidiumsmitglieder angekommen. Das Problem für Angela Merkel ist ja auch, dass die ostdeutschen Ministerpräsidenten der CDU gar nicht so unbedingt ihrer Meinung sind. Gestern Abend hatte sie hier im Adenauerhaus mit Ministerpräsidenten aus Schleswig-Holstein und auch dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsident hier eine engere Runde. Heute also das Präsidium und Thomas Strobel, der Innenminister aus Baden-Württemberg, und Rainer Haselhoff, der Ministerpräsident aus Sachsen-Anhalt, haben sich hier vorhin vor der Presse geäußert. Ich hoffe, dass wir heute zu guten Lösungen kommen, weil eines haben hoffentlich seit dem Jahr 2015 alle gelernt, nichts schadet der Union mehr als fortgesetzter öffentlicher Streit. Natürlich wird es einen Kompromiss geben, das ist ganz klar. Wir werden heute darüber reden, wie die Gespräche in den nächsten 14 Tagen der Kanzlerin zum Erfolg führen können. Das heißt, alles das, was in Europa zu exekutieren ist, muss mit den Partnern besprochen werden. Unabhängig davon gibt es einen klaren Handlungsbedarf, der darin besteht, dass bestimmte Personengruppen zurückweisbar sind, schon nach geltendem Recht. Und dieses geltende Recht muss jetzt einfach praktikabel gemacht werden und dann exekutiert werden. Und ich glaube, dass wir gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Die Polarisierung in der medialen Darstellung entspricht eigentlich nicht der realen Wirklichkeit in Mitteleuropa. Ich spreche nicht über die Medien, die eine Polarisierung hervorgebracht haben, sondern dass man das sehr, sehr stark verengt im Sinne dessen, dass entweder oder nur ansteht. Es gibt immer noch das Prinzip sowohl als auch. Wir haben die europäischen Verträge und die schreiben bestimmte Dinge vor. Die Anwendung dieser Verträge ist sehr, sehr differenziert vorgenommen worden, um es mal freundlich auszudrücken. Und jetzt geht es darum, auch im Einvernehmen mit den Nachbarländern, die ja eine etwas andere Herangehensweise haben als wir und die ja auch sich europäisch fühlen und die auch europäische Verträge zugrunde legen, dieses Mal in Abstimmung zu bringen. Es kann doch nicht sein, dass 28 Länder einen Vertrag oder Verträge, die in der Europäischen Union existieren, unterschiedlich auslegen. Das muss doch wohl mal möglich sein, dass man eine gleiche Sprachregelung zu den gleichen Unterschriften, die man geleistet hat, herbeiführt. Das ist doch ein unmöglicher Zustand ansonsten. Und das ist eine Aufgabe auch, was in den nächsten 14 Tagen davon getrieben werden kann. Und deswegen hüte ich mich vor einer Polarisierung im Sinne von entweder oder, sondern wir müssen differenziert das Gesamtpaket ansehen und das partnerschaftlich in der Europäischen Union. Und das ist denkbar, das werden wir jetzt auch besprechen. Und im Wesentlichen wird das heute auch in München besprochen und beschlossen werden. Und dann geht es weiter und die Koalition arbeitet. Und ich glaube,
glaube, Sie werden das Ende der Legislaturperiode in ganz üblichen Zeiträumen erfahren, egal was momentan alles simuliert bzw. prognostiziert wird. Der Innenminister ist jetzt im Amt. Der Innenminister muss exekutieren. Und wenn ein Innenminister klare Vorgaben für seinen gesamten Apparat, den nachgeordneten Bereich macht, machen muss, dann ist festzulegen, wie das auszusehen hat. Da kann ich nicht mit politischen, abstrakten Begriffen umgehen. Da muss ich klar sagen, der Bundespolizist mit der Vergütungsgruppe sowieso muss das und das tun. Und das muss klar sein und dazu muss ein Innenminister auch in die Lage versetzt sein. Und das macht er. Er hat seinen Amtseid geschworen und den setzt er jetzt um. Das, was im Koalitionsvertrag drinsteht, derzeit auch die Diskussionsgrundlage für all die Gespräche, die geführt werden, darstellt. Es ist klar festgelegt worden, mit welchen Instrumenten europäisches und nationales Recht umzusetzen ist. Und jetzt geht es darum, wenn ein entsprechender Fachminister exekutiert, muss er jetzt klar machen, was mit politischen Formulierungen auch exekutiv und in der Administration zu machen ist. Das ist immer ein Übersetzungs- und Umsetzungsprozess, der dann nochmal ins Konkrete hineingeht. Das ist in jeder Regierung so. Auch in meinem Koalitionsvertrag stehen Ziele drin. Und wenn es darum geht, die umzusetzen nach geltendem Recht, dann geht es sozusagen in die Feinjustierung. Und dabei sind wir jetzt eigentlich. Und da gibt es auch Lösungen. Und die werden auch heute praktiziert bzw. auch präsentiert werden können. Ja, wie die Lösungen aussehen, das bleibt fraglich. Ein Problem des deutschen Asylrechts ist sicherlich, dass es in Deutschland viel zu lange dauert, ehe entschieden wird. Die Niederländer zum Beispiel schaffen das in 3 bis 6 Wochen. Und das wäre doch mal ein Ansatz, hier auf die Geschwindigkeit zu achten. Das hat aber auch mit juristischen Problemen zu tun. Das jedenfalls, was Horst Seehofer predigt, man weist die Flüchtlinge einfach an der Grenze zurück. Das ist schon mal so gar nicht richtig, sondern erstmal müssen sie ins Land hinein. Da muss festgestellt werden, um wen es sich handelt. Und dann können sie bestenfalls abgeschoben werden. Und apropos abgeschoben, da haben vor allen Dingen die deutschen Länder in der Vergangenheit auch überhaupt nicht glücklich ausgesehen. Es sind viel zu viele Menschen hier geblieben, die gar nicht hier bleiben sollen. Und damit ist das ganze System natürlich konterkariert.